Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Nick Valentines persönliche Quest abgeschlossen, um einen recht bescheidenen Skill zu bekommen. Und ja, hat viel länger gedauert für diesen Skill, also ne, hat sich nicht gelohnt. Jedenfalls, in dieser Folge, das neue DLC ist schon installiert, Wasteland Workshop, und darum möchte ich mich jetzt aber noch nicht in diesem Part hier kümmern, sondern so in den nächsten oder übernächsten. Weil ich habe noch zwei Sachen, die ich mir, also eine Sache, die ich mir notiert habe und eine andere Sache, um die ich mich noch kümmern möchte, welche ich nach dem letzten Part entdeckt habe. Und das kann jetzt ein bisschen dauern, deswegen habe ich mir mal hier so einen kleinen Stuhl hingestellt. Und ja. Folgendes. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute aktiv sich dieses Projekt angucken und wie viele Leute überhaupt, weiß ich nicht, die ganzen Parts ganz angucken und seit wann die sich schon dieses Projekt angucken. Ich habe ja so 3-4 Aufrufe immer pro neues Video und ja, deswegen versuche ich jetzt mal hier zu erklären, worauf ich hinaus will. Und zwar so ungefähr ab dem 3. oder 4. Part habe ich diese Tankstelle hier entdeckt. Und, weiß ich nicht, ungefähr so 50 Parts später oder so, habe ich dann entschieden, mir hier eine Basis zu bauen. Sieht man ja hier schon, ne? Weil ich weiß genau, am 100. Part habe ich nämlich dieses Häuschen hier gezeigt, nachdem es fertig war. Da ist er fertig. Ich baue immer noch regelmäßig hier ran. Das war so ungefähr vor dem 100. Part. Und, ja. Währenddessen und danach tue ich immer wieder irgendwie was an diesem Häuschen hier ändern. Also ich bin schon hier umgegangen, habe Mauern gebaut, ich habe mal geguckt, wie hoch ich bauen kann. Hier und da ein paar neue Wände, hier die Treppe, die ist ja auch ein bisschen neu. So und so, also ich tue immer hier irgendwie arbeiten und ich meine, ja, ich kenne ja schon irgendwie alles. Und wir sind jetzt im Part 209, glaube ich. Und, ja, das heißt, ich bin jetzt schon seit ungefähr 150 Parts hier am Leben. Und, worauf ich jetzt hinaus will. Nach der letzten Folge habe ich, weil ich bei der Avanetti Farm irgendwie, welche ja hier nur ist, geguckt, was die wieder von mir wollen. Und ich glaube, das hat irgendwie was. Ich glaube, das habe ich schon erledigt oder so. Die wollten irgendwie richtig cool erledigen und die habe ich schon erledigt. Ich habe eine Belohnung abgeholt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist aber jetzt nicht wichtig. Und da habe ich mir gedacht, da gehst du mal zu Fuß hin, weil das ist nicht weit. Das dauert nur 1-2 Minuten, so Fußmarsch. Vielleicht kriege ich ja jemanden auf dem Weg gekillt. So ein paar Raider, Supermutanten oder irgendwie sowas. Um noch Erfahrungspunkte und so zu bekommen. Und ja, ich laufe dann hier den Weg zurück. Und merke, dass hier ein paar Sachen liegen. Dass, hier drinnen waren, glaube ich, ein paar Jets, so aus Steampacks oder irgendwie sowas. Und da drin war auch irgendwie was. Und ich bin von da gekommen. Und, ja, entdeckt habe ich das hier. Das hier. Eine Höhle. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich bin schon ungefähr 200 Parts hier in diesem Ort und wohn hier. Hab hier überall schon was gebaut. Bin immer noch hier andauernd am Bauen. Und nach 200 Parts sehe ich erst, dass hier eine Höhle ist. Da kann man reingehen. Das ist ein Ort. Hier, Maulwurfsrattenbau. Ja. Also, also, ja. Ich nenne meine Parts ja so zur Zusammenfassung. Let's Play, Fallout 4, Deutsch, Blind, Überleben, Episode so und so und dann irgendein Titel. So. Let's Play, weil ist ein Let's Play, Fallout 4, weil ist klar, ne? Und, ja. Deutsch ist in Klammern, also die anderen Sachen sind alle so in Klammern, Deutsch, weil das Video Deutsch ist und
Überleben, weil ich das Spiel auf Überleben spiele, in höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist vielleicht auch nennenswert, falls jemand genau nach so etwas sucht und blind oder blind, egal welche Sprachausgabe, steht für die jetzt nicht so mit Let's Plays so gut vertraut sind. Blind bedeutet eigentlich nur, dass ich das Spiel zum ersten Mal spiele. Und dass ich das Spiel vorher storytechnisch nicht kenne, Charakter, Gameplay-mäßig oder so, dass ich irgendwas nicht kenne. Also ich spiele es zum ersten Mal. Das ist also nun so nun für erster Spieldurchlauf. Und ja, ich glaube, dieses Blind bekommt eine vollkommen neue Bedeutung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie Pen-Addon oder so hinzugefügt worden ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich zu blöd gewesen bin, nach 200 Parts dieses blöde Ding dann nicht zu finden. Und ja, so viel dazu. So, bevor wir aber da reingehen, hole ich mir noch jemanden. Ich wollte erst noch Dinge hier mitnehmen, Hancock, aber der wollte mich schon wieder Hey, zupasseln Hancock. Ach, mit hallo. irgendwas. Geht's wieder los? Und das will ich Legen wir in diesem Part los. vielleicht Na nicht klar. machen, außer vielleicht am Ende, wenn wir Zeit haben. Weil danach wollte ich noch was machen, Sechs Meilen weil ich schon ein bisschen Unterschied, länger alles notiert klar. habe. So, nach 200 Parts, 5 Meter von unserer Basis entfernt, gehen wir mal endlich hier rein und gucken, was da drin ist. Meine Güte, ich hatte die ganze Zeit Nachbarn und hab's nicht bemerkt. Was zum... Ich kann mir nur vorstellen, dass während ich oben immer irgendwie was am Baum war, dass die irgendwie so Beschwerdebriefe zu mir hochgeschickt haben, die ganzen Maulwurfsratten und so. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem ganz am Anfang, da, einer. Dürfte ja nicht so lange dauern. Ganz am Anfang haben mich auch Maulwurfsratten angegriffen. Die sind vom Boden aus rausgekrabbelt. Also an der Tankstelle. Aber ich dachte, das war's dann auch. Ist Aber das nein, eigentlich die waren was die ganze wert? Zeit hier unter meiner Basis am Mocken. Darf einfach nicht wahr sein. Gut. Weiß schon, wie ich den nächsten, also diesen Part hier nenne. Ich bin doof oder ich bin blind oder irgendwie sowas. Oder ich blind. Ja. Du doof. Irgendwie sowas. Ja. Deswegen steht da Blind jetzt im Titel. Also, ja. Weiß ich nicht, da habe ich mir auch schon gedacht, boah. Mehr? Weil darf da einfach nicht wahr sein. So, ich tue jetzt auch immer Fleisch mitnehmen, weil ich. Fällt mir gerade ein, weil ich tue ja immer wieder. Ich tue jetzt auch Essen und so, Grillen und all sowas. Ich bin sowieso in der Nähe meiner Basis, kann ich ja locker wieder einlagern, alles. Und was haben wir denn hier noch? Mülljäger-Auszeichnung. Zumindest im Namen des Regionals Bruce Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmaments. Firmen-Images. Und wir begrüßen Ihre Innovation und setzen in der Hinsicht mit Kollegen Gerard Phillips. Blablabla. So, mehr scheint es ja aber nicht zu geben. Außer am Fusionskern, danke. So, ist hier eine schon tot? Ja, ne? Eine Mordungsratte. Gut. Ihr könnt jetzt alle, weil nicht spontan facepalmen, weil das ist wirklich so eine Sache. Ey. Nie, weil nicht, wie kann man so weit 200 Parts lang übersehen? Darf da einfach nicht wahr sein. Die Eichhörnchen ein bisschen kann man auch noch irgendwie verbessern oder so. Ich nehme jetzt immer Fleisch mit, weil ich die dann zu Hause kochen kann. Dafür gibt es auch immer so Erfahrungspunkte. Ich habe beinahe wieder ein Level abbekommen. Ich glaube, vor der letzten Folge habe ich noch irgendwie fast gar keine Erfahrungspunkte gehabt. Also der Balken war irgendwie gar nicht groß oder irgendwie sowas. Und jetzt bin ich sogar so gut wie vor einem Level ab.
Und zwar nur, weil ich, wie blöd, Jet hergestellt habe. Welches ich jetzt alles eingeladen habe. Ich hatte nach der ganzen, nachdem ich alles irgendwie hergestellt habe, 158 Jets gehabt. Und ich kann mir immer noch welche herstellen. Man braucht irgendwie so, weiß ich nicht, 2 Dünger und ein Asbest oder irgendwie sowas. Und ich hatte von alles irgendwie so 1000 ungefähr. Also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, so 5 Minuten lang dran gesessen, bis das fertig war. Und ich habe voll viele Erfahrungspunkte recht bekommen. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich weiß, wie ich jetzt auch Erfahrungspunkte locker bekommen kann. Hallo. Was macht ihr denn hier? Mag das jemand hier anzugreifen? Ja, die sind übrigens immer noch hier, die Löcher. Die würde ich gerne mal irgendwie entfernen können, aber geht nicht. Gut, Hancock. So, haben wir das aus dem Weg geräumt. Hat nicht lange gedauert. So, das nächste, was wir machen, ist zum Versteck des Mechanisten gehen. Das habe ich schon ein bisschen länger notiert gehabt, aber ich habe irgendwie immer wieder vergessen, da hinzugehen. So, wo ist das Versteck des Mechanisten? Ja. Weil, da haben wir das Versteck noch nicht so und gut unter die Lupe genommen. Also, mit Kamera, sag ich mal. Weil ich habe da irgendwann mal nachgeguckt, ob es da irgendwas gibt. Und da gibt's verdammt viele Sachen. Also, so einzigartige Sachen, die ich vielleicht aufnehmen sollte auch. Also, ja. Möchte ich natürlich auch zeigen. Ich habe noch keinen Gegenstand, den ich hier gefunden habe. Außer so das übliche Munition oder irgendwie sowas. Von den wichtigen Sachen, die ich hier gefunden habe, habe ich noch nichts aufgenommen. Und ich habe noch nicht geguckt, was das macht oder irgendwie sowas. Also, ja. Gucken wir mal. Da gab es schon ein paar Sachen, von denen ich nicht eine Ahnung hatte, was das macht. Oder was das sein könnte. Ich hoffe nur, dass ich das auch wiederfinde. So. Da ist der Mechanist oder die Mechanistin. Gut. Und zwar, wo war das? Ich glaube, da rein müssen wir, ne? Ja. Das erste, was ich gefunden habe, war, glaube ich, hier. Die Dinger wieder aufgefüllt? Ne, okay. Und zwar hier, Zeichnung des Mechanisten. Oh, das ist einfach nur eine Zeichnung. Okay. So, Aufzeichnung des Mechanist. Das hören wir uns mal an. Oh, den Fehler habe ich seit Fallout 3 nicht mehr gesehen. Das ist irgendwie so ein Dingen, so ein Fehler, der hin und wieder mal passiert in Fallout 3, dass der Pippo einfach nur so am Leuchten ist und man nichts sieht. Habe ich noch nicht gesehen in Fallout 4. Okay. Ah, ich habe endlich den Terminal zum Laufen. Oh, willkommen, Isabel. Gehen Sie. Achso. Ist die Richtung viel zu blöd. Hier, ein ganzer Flügel nur für Hirnforschung und Entwicklung. Ich habe noch nie solche Robotelle. Deine Rohhirne scheint grenzenlos. Ich kann ein paar von ihnen so weit verbessern, dass die einige einfach. Wenn ihr aber ein bisschen schade, dass das nicht der echte Mechanist ist, wie aus dem dritten Teil. Wie die auf der Zeichnung bauen, die ich gefunden habe. Ah. Sogar noch besser geworden als der WhatsApp. Ich habe ihn sogar mit einem Stimmverstärker aus. Dafür wäre ich eine andere Person. Okay. Schade, dass nicht der Mechaniker aus dem dritten Teil ist. War ich schon ein bisschen. Ja, schon so ein bisschen enttäuscht. Ich meine, was war voll die, weil ich voll der Plot-Twist und so, aber trotzdem. So, hier war auch noch Augenbad-Kapsel-Baupläne. Wenn es dann wegstehen, im freien Augenbordkapseln bauen, okay. Aber ich habe doch irgendwie, nachdem ich hier alles abgeschlossen habe, glaube ich, alle Bausachen irgendwie freigeschaltet, wenn ich mich irre. Ja, ich weiß aber eine Figur, egal. Ich habe zu Hause genug. Ich habe eine ganze Badewanne voll davon. So, hier war noch ein Knopf, den habe ich auch noch nicht gedrückt. Warte, oh, hallo. Was hier noch alles ist. Okay, war sogar nicht verschlossen. Beobachtungsterminal. Da
konstatiert. Was? Ach so, Rakete, verher damit. Ah. Ah, Hancock. Moment, Harz. So. Standortbericht. Führungstreffen der neuen Eichstätter, General Warland. Ja. Warum Safe-Steuerung? Der war schon geöffnet. Jackson Evans. Okay. Weil, ja, da kann man bestimmt machen, wenn man sich hier, wenn man sich hier eine Basis baut, ne? Kann man hier bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, den Safe verschließen, damit niemand da rangeht, ne? Mein Gott, wo bist du? Trag mal meine Klamotten, da guck ich doch meine an. Der Poster will ich haben. Meine Mäh-Kanister. Dann war ja noch was. Mein Gott, wo bist du? Verdammt. Tolle Begleiter, ne? Die rennen die ganze Zeit weg. Wenn man die braucht. Egal, hier haben wir auch noch was. Alles, was wir noch machen werden, ist jetzt hier mit dem gleich reden, weil der will mit mir reden. Und ja, dann können wir den Part schon beenden. Zwar nicht viel passiert, aber egal. In der nächsten Folge wird auch nicht viel passieren, das kann ich schon mal sagen. Okay, hey, das habe ich dabei. Meine Sachen. Der hat schon Raketenwerfer. Okay. So, wurde vermehrt. So, hier ist noch ein Bauplan. Scheinwerferbaupläne. Wandmonitore. Wandmonitierte Schadenwerfer, okay. So, gehst du mal da weg? Hubris, was? Wie Hubris Comic? Aufzeichnung des Mechanist. Deine Aufzeichnung ist mehr. Hubris, bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Festkommen, nie mehr müssen die unschuldigen Siedler raus. Danke, nein, wenn er endlich aufkommt, das kommen neu aufzubauen. Ja, wenn ich ein Deutlich auf meine. Hat sich ein echter Schock erhoben. Der Fluss meiner Roboter ist nicht mehr hinüber. Ach, das bin ich, ne? Der Roboter in einer kontrollierten Umgebung. Ich gut glaube, wenn es empfinden ist. Das war ein Problem, weil es mir besser. Die Verbindung können die Bedrohung in einer Waffe recht gut erkennen. Lesieren. Also, ne, nur erkennen und ich eine entsprechende kleine Verhaltensänderung ausgestattet habe. Mein Erkundungsbot ausgesandt, man hat. Okay. Und da steht Isabel. Müsste ja jeder schon mehr. Ist so, hier ist auch eine Roboterbaustation. Und ich glaube, mehr war hier nicht, ne? Okay, Baupläne waren ja eigentlich nur. Gott, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich glaube aber nicht. Da geht's wieder, glaube ich, nach draußen. Kannst ja auch noch ein bisschen mehr. Bist du bereit, nach ein paar Robotern zu suchen? So, jetzt will ich mir wieder eine Quest geben dafür, ne? So, Hancock, wo bist du? Du willst auch reden. Hey! Du musst, dass ich dich je angezweifelt habe. Ach ja? Was denn für Zweifel? Machst du Witze? Du sahst damals so aus, als wärst du aus dem Wort gefallen. Ich dachte, bei Tagesanbruch würdest du deine Zähne irgendwo aufsammeln. Man findet heute nur selten jemanden, der die Dinge nicht einfach nur so hinnimmt, wie er sie vorgesetzt bekommt. Zu viele gute Leute wollen sich nicht die Finger dreckig machen. Und zu viele Arschlöcher nutzen es aus. Sieh dir an, was aus Diamond City geworden ist. Bevor McDonough kam, konnte man da einigermaßen gut leben. Ein bisschen strenger, als ich es mag, aber nicht schlimm. Ich dachte eigentlich, er und ich hätten eine recht glückliche Kindheit gehabt. Aber dann wollte er mit seinem Anti-Ghul-Kreuzzug ins Amt kommen. Menschen wählt McDonough. Kurz darauf zerrten Familien mit Kindern Leute, die sie Nachbarn genannt hatten, aus ihren Häusern und warfen sie in die Ruinen. Warum die Ghule? Warum hat McDonough eine Kampagne gegen die Ghule geführt? Weil er glaubte, gewinnen zu können.
Es hatte schon immer eine klare Trennung zwischen den Leuten in den Stands und auf dem Feld gegeben. Ich glaube nicht, dass das nur mit einer schöneren Aussicht zu tun hatte. Ich weiß noch, wie ich nach der Antrittsrede in sein Büro über den Stands gestürmt bin. Er stand da, starrte aus dem Fenster und sah zu, wie sich die Stadt gegen die Ghule wandte. Er schaute mich nicht mal an und sagte nur, geschafft, John. Sie gehört endlich mir. Ich hätte ihn direkt töten sollen, aber das hätte wohl nichts geändert. Stattdessen bettelte und flehte ich ihn an, es zu beenden. Er sagte, er könnte es nicht. Mein Gott, wie er sich immer so in Position unterbringt. Er würde nur den Willen des Volkes umsetzen. Und er könnte seine Wähler nicht betrügen. Dann lächelte er. Dieses grässliche, überbreite Lächeln. So hatte er als Kind nie gelächelt. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er hat die Ghule ermordet. Er und die ganze verdammte Stadt. Ich war damals noch kein Ghul, also musste ich nicht gehen. Aber danach konnte ich nicht mehr in diesem Loch voller Scheiße bleiben. Ich war schon vorher nach Good Neighbor geschlichen, um Camps zu kriegen. Also kannte ich die sicheren Wege. Ich führte ein paar Familien hin, aber die meisten konnten sich an den Stil in Good Neighbor nicht gewöhnen. Ich brachte ihnen ein paar Wochen lang Essen. Aber irgendwann verschwanden sie einfach. Die Leute in Diamond City unterzeichneten ihr Todesurteil. Die guten Bürger sahen dabei zu. Ich fühlte mich wie der Einzige, der sah, was für ein Mist hier wirklich lief. Und ich konnte nicht so tun, als wäre alles okay. So ist es immer noch. Oder war es? Bis ich dich traf. Ich rede viel, aber du bist jemand, der die Welt so sieht, wie sie wirklich ist und etwas dagegen unternehmen will. Das bedeutet mir viel. Wie er sich immer wieder ins Gezogen bringt. Mit ihr befreundet zu sein. Robert? Nicht für Konkurrenz. Also ich es auch, Hancock. Das war bisher ein wilder Ritt. Und vor uns liegt ein langer Weg mit reichlich Munition. Tja, danke fürs Zuhören. Aber beenden wir jetzt mal den Geschichtsunterricht, oder? Sollen wir loslegen? Ich dachte schon, ich krieg den Sandfähigkeit, weil ich schon mit dem flirten kann und so. Aber anscheinend nicht. Okay, dann. Upsala, Entschuldigung, Upsala, Entschuldigung. Das sieht aus wie so Affen. Wie so einen Haufen Affen, die irgendwie versuchen, am PC irgendwie was zu schreiben. Sehr geil. So, ich glaube, mehr gibt es hier aber nicht, ne? Der nächste Part wird wahrscheinlich auch nicht so aufregend, weil ich da das DLC mal ein bisschen unter die Lupe nehme. Und das DLC ist ja, glaube ich, nur neue Sachen, die man bauen kann. Also wird nicht so aufregend. Aber was soll's. Gut, dann beende ich den Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Fallout 4. Ist auch nichts, oder? Nee. Ich bedanke mich alle als Zuschauer. Mein Freund hat keine und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.